Moin Moin, mein Name ist General Heinrich und willkommen zu einer weiteren Runde von Ultimate General Civil War. Jetzt habe ich den Titel fast vergessen, verdammte Axt. So, aber wir ein, zwei Tage nicht gespielt. Und ja, die Mission heißt Konvoi überfallen. Die Union versammelt ihre Armee in der Nähe von Richmond, unserer Hauptstadt. Sie bereiten sich ziemlich sicher auf einen Angriff vor, um unsere neue Regierung vorzeitig zu beseitigen. So. Okay. Unsere Aufklärungspatrouillen haben gemeldet, dass einer ihrer wichtigsten Versorgungskonvoi voller schwerer Munition, Waffen und in etwa einer Stunde auf der Straße vorbeifahren wird. Jo, nett. Aha. Sie sind auf dem Weg zu General McDorrell, der das Kommando über ungefähr 7000 Infanterieeinheiten hat. Er braucht diese Vorräte. General, das ist eine großartige Gelegenheit, um sie zu überfallen und diese Vorräte von den Yankees an uns zu bringen, bevor McDowell mit seiner viel stärkeren Armee eintrifft. Lokale Kavalleristen werden unsere Angriffe teilnehmen. Okay. Wenn wir erfolgreich sind, können wir nicht nur die Vorräte unserer Armee nutzen, wir werden sicher auch unsere Leute in West Virginia beeindrucken und mehr militärische Unterstützung erhalten. Das ist auf jeden Fall sehr gut. General, das wird eine riskante Operation werden. Wenn die Unionisten zu stark sind, ist ein Rückzug in die Wälder ratsam, um zu überleben und sie in ein andermal kämpfen. Frosch mal jetzt. Viel Glück. Ich muss was gegen meinen Frosch tun. Entschuldigung. Ertrinke, Frosch. Ertrinke. So. Ja. Also von da kommt ein Konvoi. Schade, bei Total War könnten wir jetzt quasi links und rechts schon unsere Truppen hinzutun. Und von hier kommen Truppen. In einer Stunde. Ich glaube, gleich. So, wir haben nochmal Kanonen auf Reserve. Vielleicht brauchen wir Kanonen gar nicht so viel. Ich habe angefangen, die Truppengröße zu vergrößern. Wurde mir geraten. Und ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen zu spezialisieren. Auf Nahkampf und Schützen. Und dann hatte ich gerade nochmal schnell Truppen ausgehoben. Ich weiß noch nicht da, wo da ihr Vorteil ist. Die Kanonen sind nicht effektiv auf lange Reichweite. Das stand im Text nur kurz und mittel quasi. Maximal effizienteste Reichweite war bei 1300 Meter. Ich weiß noch gar nicht, wie ich diese Meter ungefähr ausmesse. So. Wie gehen wir vor? Ich würde so sagen, so schnell wie möglich in den Wald, da die Leute auf den Sack gehen. Kanonen würde ich ziemlich... Also, wir gehen mal von aus, wie ich das Spiel so kenne, ist, dass hier gleich eine Armee kommt. Gleich. Vor einer Stunde würde ich mich nicht trauen. Hier kommen sie gleich lang. Das heißt, die Kanonen sollen sich auf diese befindlichen Einheiten konzentrieren. Meine Idee. So, dann brauchen wir Reserve, gehen wir weg. Ich würde sagen Schützen. Richard ist jetzt auch Schütze. Schütze. Ich mache hier eine Mauer von Schützen. Kanonen, Schützen. Dass diese Armee vielleicht sich gar nicht so verbinden könnte. Ja, das ist jetzt so grob die Idee. Reserve, man weiß nicht. Nahkampf, ich glaube, Plänker will ich auch da hinten hinzupacken, in den Wald rein. Zwei Nahkampfarmeen. Und die Reserve. Okay, so grob der Plan. Drücken wir mal auf Play, Start und Pause. Play, Start und Pause. So.
Obwohl, das ist ein bisschen doof. Komm mal her. Kann man sich gleich so schön ziehen. Ich muss wieder zugeben, ich habe wieder ein, zwei Tage nicht gespielt. Das ist gerade ja eh ein Problem, wenn man halt Spiele hat, die man nicht täglich spielt. Was mit dem Geradeziehen der Linien finde ich hier in dem Spiel super. Lauf mal da in den Wald. Wo ist denn meine Kavallerie? Jackson, okay. Die Kanonen würde ich hier so hervortun. So, die Linien der Schützen. Ich weiß nicht, ich würde eine hier hinpacken. So, euch definitiv. Hier, nein, dahin. Reserve, hier tun. Heinrich, General Heinrich, bleib mal hier. Und ja, du bleibst mal schön in dem Wald bei den Kanonen. Ich glaube, das dürfte alles erstmal grob eine Richtung haben. Ja, Katze. Ja. Was gefällt dir nicht, Katze? Ah, Entschuldigung. Was gefällt dir wieder nicht? Gefällt dir mein Plan nicht? So. Start. Ausführen. Die Versorgungswagen wurden gesichtet. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Natürlich nicht ohne Hilfe. Können die Kanonen schon feuern? Oh, Heinrich, was machst du? Heinrich, Heinrich. Müssen die Wagen gar nicht. Kanonen, wir brauchen Feuer. Drängt sie zurück und schnell mit den Reitern. Hinterher so ein bisschen, ne? Holt euch die Fahrzeuge schnell, schnell, schnell. Kann ich nicht steuern, Mensch? So, ich hoffe, den Weg abzuschneiden. Dass die Schützen da locker drankommen. Los! Haut ab, ich versuche euch einen Weg zu. Oh Gott, das war's mit meiner Kavallerie. Entschuldigung, Katze. Ja, es tut mir leid. Jackson! Jackson! Töte diese Schweine! Okay. Ah, Katze! Die Katze, ja. Du brauchst gar nicht so laut murren. Ne, wir bleiben mal hier im Wald. Alles abbrechen. Wir bleiben im Wald. So, Pause, 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 Pause. Wir haben unsere. Oh. So, die Katze hat ein bisschen hier was durcheinander gebracht. Ist nicht so schlimm. Wir haben unsere Einheiten zurückgezogen.
Nicht verkehrt, vielleicht sind wir ja. Ah, wir sind auch aus der Sicht perfekt, perfekt, perfekt. So, jetzt müssen wir überlegen. Es ist schlimm mit Katzen manchmal. Ich weiß, du willst deine Aufmerksamkeit. Oh. Ja, der. Ich weiß nicht, wer PCs baut, ne? Also baut nie, also, kauft niemals einen PC, wo der Startknopf oben ist. Das sah gerade schon verdächtig, dass die Katze fast draufgetreten ist, weil die war gerade auf dem Rechner. Und wenn sie natürlich den Startbutton drückt, dann geht der Rechner aus. Und da war die Aufnahme umsonst. So, ich möchte jetzt einen sauberen Rückzug haben. Das ist jetzt mein Begehr. So, wir haben Jackson. Jackson ziehen wir auf jeden Fall zurück. Die Schützen, die packen wir jetzt mal hier wieder schön. Na. Na. So, besser. Zurück, Pound. Kann gerne sich da unterstützen. Und dann würde ich sagen, weiter. Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe, aber es hat irgendwie geklappt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Wagen jetzt hier in bestimmter Zeit halten müssen. Mehr Yankees nähern sich. Katze. Katze, das ist keine gute Idee. Kuschelt mit dem Mikro, mit dem Kabel meine ich. Was für eine Reichweite hast du, Baby? Du bist noch zu weit weg. Bisher wissen sie denn wohl nichts von uns. Kann man den feindlichen General ausschalten, weil der läuft ja straight weiter. Okay, er weiß, dass wir jetzt da sind. Ich habe jetzt auch keinen Befehl erhalten, was wir jetzt machen sollen. Also. Würde nur mal gucken, was die da machen. Ich hoffe, dass wir uns jetzt hier sauber zurückziehen. Also, das war jetzt so mein Plan. Dass wir den Kampf aus dem Weg gehen. Man muss ja nicht immer um den kämpfen. Ja, gut, die sind gesichtet. Ab in den Wald rein mit euch. Ja, die werden wahrscheinlich hier in die Ecke gedrängt sein, aber die werden sich vielleicht gleich verbinden und zum Gegenangriff übergehen. Ich weiß nicht, ob. Kann man sich die automatisch zurückziehen? Jetzt haben wir die Kontrolle verloren, glaube ich, von dem, ne? Ah, das ist doof. Reserve. Versuchen Sie hier von der. Warte mal. Wir packen hier um. Und zeigen, dass wir da sind. Und hoffen, dass sie mehr nach Norden gehen. Okay, Sie haben sie gesehen. Schade, ich dachte, die müssen nur an den Rand oder so und dann haben wir sie und gut ist. Aber wenn wir sie jetzt noch verteidigen müssen, ist natürlich Bullshit.
3 brauchen wir hier wieder. Ah, Wolle flankiert Jones. Okay, zurück, 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 zurück. Zurück. Von hinten. Heinrich! Zur Linie! Haltet die Linie! Das reicht, das reicht. Gruß her. Komm, 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 komm. Jetzt laufen die nämlich hier wieder. Nein, 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 nein. Weiter, 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 weiter. Jackson. Reserve. Schießen. Schießen auf Franklin. Lane, komm zurück. Ich hab dich nicht umsonst engagiert, Lane. Bleib hier. Ah, die Kanonen sind beschützt. Können wir sie auseinanderziehen vielleicht? Oder wenn die jetzt hier in den Robinsons rein. Ah, Jackson, komm ein bisschen zurück. Ein bisschen zurück. Ziehen wir jetzt raus. Macht die mit der Kavallerie platt. Und Lane ab auf Position. Kanonen feuern auf, ja genau, auf Porter. Und Robinson wird platt gemacht. Ja genau, Melee Damage machen wir. Charge. Sherman haben wir zwar auch aus der Linie rausgebracht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Poe Richards nicht von der Seite fällt. Die werden weiter geschnitzelt und jetzt zurückziehen, bevor wir in Reichweite von Sherman sind. Die Gruppe hat sich aufgelöst, hervorragend. Sind sie ja kaputt, ne? Ich höre da eine Kanone, ich mag die nicht. Scheiße, die Kanonen haben geantwortet.
Heinrich, hol die zurück, hol Camper zurück. Mein Plan hat da oben nicht funktioniert. Die laufen. Sherman wartet. Dann holen wir uns die. Beenden? Was denn los? Haben wir gewonnen? Die haben gewonnen. Sieg. Ah, ich dachte gerade unentschieden, weil irgendwie Zeit abgelaufen ist oder so. Wir mussten die nur zurückschlagen. Schade, ich wollte eigentlich jetzt zum Gegenschlag ausführen. Gerade oben wollte ich ja noch eine Nahkampfeinheit quasi nach vorne führen, um die Kavallerie zu dezimieren, damit ich mit der anderen Kavallerie die Kanonen hätte rauszücken können. Und da hätten wir in der Mitte, hätten wir jetzt gerade noch eine Einheit auflösen können, indem wir die andere Seite, also die eine Einheit, ich habe den Namen vergessen, von der Flanke bis hin gekommen wären und dann hätten wir die auch aufgelöst quasi. Infanterie, ja, okay, wir hatten deutlich mehr Einheiten, weil ich jetzt groß ausgegeben habe, dafür wenig Kanonen. Verluste, 1000 Mann, alter Schwede. 1000 Mann. Wir hatten deutlich mehr Einheiten, aber nur 1000. Weiß ich nicht. Also hier, wir haben ein bisschen mehr getötet, aber... Gut. Also ich hätte gedacht, dass wir da doch ein bisschen mehr rausholen. Ruf ist um 4 Punkte gestiegen. Karriere haben wir auch einen Punkt mehr bekommen. 4500 neue Rekruten. $77.000. Und, ja, für die 216 Gefangenen haben wir noch 279 Rekruten bekommen. Fantastisch. Ja, so sieht's gerade aus mit meinen Truppen. Wir haben mittlerweile 3 Divisionen. Und ja. Einen Karrierepunkt können wir noch. Politik wollte ich jetzt mal so ein bisschen. Ich habe jetzt erst Ausbildung und Truppenteil, damit wir mehr Truppen anpacken können. Aber ich weiß nicht, ab wann, ab welchem Truppenteilpunkt wir das freischalten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Punkt reinsammeln muss oder noch 2. Ich überlege mir mal ganz kurz, wo ich hier was reinpacke. Wir haben schon 2 Auszeichnungen gewonnen, 4 Siege. Ich muss dazu aber sagen, wir spielen auf leicht. Ihr habt es nicht gehört. Schwer, ganz schwer, ganz schwer, ultra schwer. Ultra schwer. Ja, hier können wir mal kurz updaten. Was haben wir, was haben wir, was haben wir? Jetzt muss ich überlegen, was will ich daraus machen? Das ist Major, Lieutenant Colonel. Führung. Ich überlege nur. Hier will ich, glaube ich, anders. Ich glaube, hier. Der hat bessere Schusswaffen, der Major. Dann werden das jetzt meine Schützen. So, und die Schützen kriegen, ja, Moral, Effizienz ist immer nicht schlecht. Ah, Moral und Effizienz. Und das werden meine Nahkämpfer. Weil es ja auch Reserve heißt. Nein! Der heißt nicht Reserve. Ich habe die ganze Zeit Reserve gelesen. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche einen Kaffee, ey. So. Na, Kampf. Ich habe noch nicht, warte mal, der hat ja Pharma-Waffen. Haben die alle noch? Die haben noch Springfield. Mit den Waffen, gerade wenn die Gruppen bei 1500 sind, so viel kriege ich gar nicht aus dem Lager manchmal. Ich wollte zwar schon mehrfach die Truppen mit irgendwelchen Waffen ausrüsten, aber ich hatte zu wenig im Lager und es waren zu wenig im Laden und darum kann man halt dann 1500 Leute nicht so schnell ausrüsten. Da muss man draufhin sparen. So, Nahkampf. Ausdauer, Effizienz und Geschwindigkeit. Moral ist aber, denke ich mal, auch nicht unwichtig. Aber Ausdauer, ich denke, beim Kämpfen braucht man Ausdauer, Geschwindigkeit zum Hinrennen. Ich nehme das mal. Und außerdem sind die Mucki-Männer doch eher im Nahkampf gebraucht.
Ja, ich glaube, das war's erstmal. Ein Konvoi wurde überfallen. Und mal gucken, was nächstes Mal auf uns trifft, was wir da machen müssen. Wenn ihr wieder Tipps habt, und ich weiß, ihr habt welche, gerade einer von euch, der wird wieder Tipps haben, aber ist auch nicht schlimm, immer her damit. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne mich abonnieren, liken, und wie gesagt, Kommentare sind immer gern gesehen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. General Heinrich verabschiedet sich. Ciao.